Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Grandia. Einige würden sich jetzt wundern, warum ich jetzt hier auf ein Schiff starte. Es hat nämlich den Grund, dass ich auf dem Rückweg noch Geldbeutel gesehen habe. Und die wollte ich natürlich nicht vorenthalten. Es wäre schade. So, auch hier habe ich eine lange Pause gehabt für die Leute, die natürlich aktiv die Folgen ge geschaut haben. Die werden es nämlich. Die würden sich jetzt freuen. Es geht wieder weiter. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Das war relativ nah. So, ich fliehe jetzt am besten erstmal. Und dann werden wir mal dort hinten weitermachen. Fine denkt, das wäre ja eine Falle. Und einige sagen, ja, du hast tatsächlich recht. Beziehungsweise, die vermuten auch, dass es eine Falle ist von diesen Meerjungfrauen. Weil man weiß, in der ja, dunklen Mythologie ist es ja so, dass die ja extra Leute extra hier fressen. Die sehen natürlich wunderschön aus, alle sehen auch alle gleich aus. Und aber die sind nicht gut, sondern böse. Wie jeder weiß. Das kann. Ich muss mal gucken, ob das. Sollte aber eigentlich ganz gut sein, aber mal schauen. Einmal fliegen bitte. Oh, wurde abgebrochen. Gut. So, zurückziehen. Ich möchte gerade kein. Ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Ich möchte jetzt einfach nur gucken, wo nochmal die Geldbeutel sind. Ich glaube, zwei, drei Stück habe ich auf dem Rückweg gesehen, wo ich zum Schiff speichern ging. Nur das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das Ganze war. Was ist das? Was ist gerade die Problematik? Ich suche jetzt am besten noch mal alles schnell ab. Versuche nicht zu kämpfen. Doch hier noch was gesehen. Ich bin noch nicht blind. Da hier noch Geldbeutel gesehen. Guck mal, da ist sogar noch ein Item. Haut mal ab, haut mal ab. Na. Die nerven mich tatsächlich. Warte mal, ich mach das. Nee, ich kämpfe nicht. Ich kämpfe nicht. Ich laufe. Ich laufe lieber. So, zurückziehen wieder mal. Ne, sollte aber eigentlich alles in Ordnung sein. So. Unverwundbar. Ah, dann müssen wir eben doch eben schnell killen, weil sonst gehen die mir nämlich auf die Nerven. Wir hauen sie jetzt einfach mal eben schnell platt. Die zwingen mich gerade dazu. Obwohl, ein gutes Training eigentlich, wie ich sehe. Wir machen gerade nicht viel Schaden. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, worauf ich die jetzt getrimmt habe. Irgendwie eins war auf Erde, der eine war auf Wasser. Was ich da jetzt speziell trainiert habe. Ich komme da noch rein, keine Angst. So. Und die Leute, die natürlich viel, viel später das Projekt anschauen und durchgehen der Playlist schauen, ist oder so am sinnvollsten. Die kriegen davon nämlich dann nichts mit.
falls jemand das erreicht hat, dann werdet ihr ja nur ein Infovideo gesehen haben, was nicht mehr drin ist, weil diese Folge ja natürlich online ist. So. So, gibt ein bisschen Geld und ein Item. Impfstoff. So, Erfahrung. Wenn die kämpfen wollen, dann halt. So, man ist nicht lange unverwundbar, wie es aussieht. Item weg. Weglegen. So. Was haben wir denn hier Schickes? Ein Tränenstein. Dynamit und so habe ich mit. Machen wir das so. Habe ich das jetzt weggeschmissen? Ach so, halt 3 SP bei einem Freund. Aha. Interessant. Warte mal. Da war zum Beispiel eine Geldbörse. Geldbeutel. So. Guck mal, das Item habe ich sogar jetzt per Zufall nur gefunden. SP. Das heißt. Fina und Dingens können kurz mal das hier aktivieren. Schockwelle machen wir hier drauf. So, Axtstufe erhöht. Sie hat Zufallswurf. Machen wir das auf die schnelle Art. So, Gold ist sogar noch erhöht. Jetzt muss ich gleich mal gucken, welche von den Waffen gebraucht wird und welche nicht. So, da ist ja noch die Frage, ne? Status. Axt kann noch gelevelt werden. Und Dolche kann noch gelevelt werden. Okay. So. Moment, ich benutze mal jetzt einfach mal den Ring. Okay, das ist so wie der Gebetsring oder Regener bei Dragon Quest, so was ähnliches. So, den habe ich jetzt verbraucht. Glaube ich, habe da hier noch was gesehen. Irgendwo war hier noch was. Wenn ich das nicht mehr finde, dann haue ich am besten ab. Jawohl, Schockwelle ist Max. Geil. Sehr nice. So, halte ich mal. Die erste Heilung sollte ausreichen. So,
So, jetzt greifen wir mal normal an. Obwohl. Fina haut mal ein. Alle heilen. Eins raus. Now you'll be okay. So. Dann greift mal an, bitte. So, wir greifen weiter an. Ja, direkt hier vorne. Was soll der Geiz? Okay. So, du greifst ihn schon mal an. Ja, Deutsche könnte stärker werden. Na, lauf hin. So, du greifst ihn an. Yeah, sehr schön. Das hat ja wundervoll geklappt. So muss es auch sein. Es war immer rechts. Irgendwo immer rechts lang. Hier war nichts mehr. Naja, scheinbar nicht, dass es... Ich habe eigentlich noch mehr Sachen gefunden, aber irgendwie... Muss ich halt wohl auf den Rückweg machen. Jetzt suchen wir mal eben... Ah, hier! Sehr schön. Suchen wir mal eben den Weg wieder zurück. Und da sind wir schon mal wieder zurück zum Schiff. Das war ja eigentlich ein relativ... Ach guck mal, da liegt sogar noch Kraut rum. So, springen wir da rüber. Ja, hier. Wie viele Items ich hier liegen gelassen habe? Reckkraut. Halt 100 TP. Da würde ich sagen... Nehmen wir ein Dynamit weg, ganz ehrlich. Heilung... Obwohl ich Heilung eigentlich gar nicht so brauche, ne? Sein. Geht es hier weiter? Ja, sieht gut aus. Und ist jetzt hier lang? Natürlich nicht. Oben lang. So, jetzt hier. Ach, da ist der letzte Geldbeutel, den ich gesehen habe. Langsam bin ich verwirrt. Muss doch irgendwo wieder mal angekommen sein. Ah, jetzt. Gut, alle Items habe ich. Und können nun hier weitermachen. So, Fina, du setzt mal eben kurz Diamantenstaub ein. Das sollte ausreichen. Oh, Power of Ice. Wow, Fina hat Schnelldenker gelernt. Nice. Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht
gerechnet, aber Wasserstufe wurde erhöht, wenn ich das richtig gesehen habe noch. Schnelldenker. Mhm. Ich bin gespannt, was diese Fähigkeit macht. Aber werden wir es im nächsten Kampf erfahren. Ich möchte gerne jetzt hier das Ganze lösen. Ah, okay, die Mädels sind weg. Gehen wir hier rein. Geht es dir gut? Der Held Justin kommt zu deiner Rettung. Komm, lauf schnell weg. Held, ich warte seit langer Zeit auf einen Mann wie dich. Ich bin am Verhungern. Ich halte es nicht mehr aus. Was? Du bist immer am Verhungern? Komm, mein Held. Sei mein Abendessen. Ja. So sieht's nämlich aus. Was? Was in aller Welt geht hier vor? Also doch eine Falle. Diese Mädchen sind eigentlich die Nixen. Wirklich? Es kommt aus dieser Richtung, Justin. Ach, sorry. Jetzt habe ich falsche Synchro benutzt. Egal. Grival. So, dann legen wir mal los. Wir haben nicht mehr viel, ne, wie ich sehe. So, verlocken. Wow. Die teilen sich nicht das Leben. Ein Art Angler mit einer Nixe dran. Auch gut. Messerwurf. Slash. Here goes. Wann? Vielleicht wird das ein harter Kampf werden. Ja, natürlich auf ihn. War das eklig? War das eklig? Ja, das ist doch so ein Tiefsee-Angler-Fisch. Und anstatt hier so eine Glühbirne hat er so eine Art Nixe in Form. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass das Kreaturen aus der Hölle sind. Tut mir leid, aber das ist typisch. Wunderschöne, hübsche Mädchen. Ey, was frisst du mich denn hier auf? Aber hat nicht so viel Schaden verursacht. So, Gegenstand. Halt, 3 Stufe 1 ZP. Machen wir mal. Das geht nur auf das männliche Geschlecht. Das heißt, Fina ist ein Vorteil. Wie sich da verwandelt, ne? So, Cholablumen. Toll, 3. Ey, das ist gar nichts. Hab ich hier irgendwas? Halt SP. Halt 4 Stufe 2 ist. Halt. Warte mal, wir benutzen jetzt erstmal den Moment. Wir benutzen jetzt erstmal die ganzen Sachen hier, die Items. So, Dynamit. Kraftpilz. Körperschlag. Abbrechen. Oh. So, einmal kurz einen Messerwurf.
Oh. Hat nicht funktioniert. Dass das auch immer funktioniert, ne? Mit der Verlockung. So, ich würde sagen, wir heilen mal eben kurz ihn. Justin, was machen wir denn mit dir? Wir machen jetzt erstmal Zauber. Wir haben Leben. Now you'll be okay. Wir rasten jetzt erstmal komplett aus. Wir hauen jetzt erstmal soweit alles raus und dann gucken wir mal, was wir aufheilen können. Weil das Vieh hat ja nicht gerade wenig Leben. So, Denker. Waldlebenskraft macht einfach klüger. Auch nicht das Beste. Zauber ist noch ein Kit, aber das wird wahrscheinlich nicht bei Bossen gelten. Ah, sehr schön. So, Beben. Noch ein Flammengeschoss. Am besten, dass das menschliche Etwas da vorne an der Angel weg ist. Und dann können wir um den Restkörper kümmern. Feuerstufe erhöht. Sehr nice. Schon wieder Verlockung. Ham! Du hast mich zum Fressen gern. Ich will es einfach mal ausprobieren. Schnell denken. Ich möchte gerne wissen, wie das aussieht. So. So, ich heile mal eben kurz mal durch. They're there. Oh, schon wieder spucken. So, jetzt mach mal Schnelldenker. Sieht cool aus. Klugheitsstufe 2. Heißt das jetzt, dass du mehr Schaden im Zauberbereich machst? Diamantenstaub ist das Stärkste. Wir wollen das erstmal hier vernichten, ne? So, aber jetzt mit dem Diamantenstaub sollte es doch funktionieren. Ich hoffe es. Dann habe ich diese Verlockung schon mal weg. Ja. Das Vieh ist schon mal besiegt. Und jetzt können wir uns um den Körper kümmern. Here goes. Null Schaden. Ah,
beben. Also spucken ein. So, einen Heulerschlag können wir noch machen. Warum denn nicht? Was wollen wir mal erfrischen? Gib Techniksperre auf. Ah, okay. Feel the Earth's Fury! So, einmal Erde und dann einmal Wind. Blow, low, 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 ray. Ich find's lustig. Das sieht auch ziemlich nice aus. So. Das wird schon mal ein bisschen verhindert. Dann geht's los mit Knistern. Du hast jetzt nochmal an. Anders kannst du gerade nicht. Oh, Power of Ice! Windstufe erhöht. So, noch einmal knistern. Obwohl eigentlich Eis auf dem Wasservieh nicht wirklich schlau ist, ne? Wenn man das so sieht. Das ging wohl in die Hose. Machen wir Heuler. Ist gerade auf Max. Vielleicht ist der Wind ein bisschen stärker jetzt. Schauen wir mal. Ja, ist definitiv stärker als knistern gerade. Oh, wind, blow him away. I wind, blow low away. Kannst du noch einmal. Schade. So, dann hauen wir nochmal drauf. Das sollte eigentlich auch schon gewesen sein. Ja! Haben wir es geschafft. Alright. Big win for us. Wow, 4400. Level up! Für Fina und Justin ist fast Level 21 schon.